Ja, So, warte mal, wir sollten jetzt zumindest gleich wieder ein Bild bekommen. Und einen Ton, wenn's, ich weiß nicht, hallo Stream, hallo, na? Oh, aber Loading ich kenne Video. das mit Twitch, also das ist. Ja, Twitch ist ganz besonders geil. Gut, dann ist jetzt KSP abgestürzt, geht auch schon gut los. So, Bild ist da. Okay, Bild, ja, ich muss das kurz mal so lassen, bis wir KSP laufen haben. Also heute passt's, heute klappt's gut, glaube ich. Also die Beta, die spielt sich schlimmer als die Alpha, muss ich sagen. So. Es kann sein, dass ich gleich nochmal den Stream neu starten muss. Weil ich anscheinend jetzt kein Bild krieg. Kurz warten, wenn das Spiel läuft, dann sehe ich mehr. Na, komm schon. Also Körbel ist. So, jetzt steht. Na, Ich bei weiß nicht. diesem Rückkehr-Dingens da, was du da drauf hast. Oh, du hast gerade sämtliche Zuschauer verloren, ne? Es Ja, geht ich von hab's 12 auf gerade gesehen. 1. Na ja, gut, wer wiederkommen will, der wird wiederkommen. Irgendwas ist abgeschmiert hier. Jetzt kriegt Dextery das Spiel nicht mehr gehuckt. Eben. So, warte mal, jetzt können wir. Jetzt müsste alles gleich wieder gehen, pass auf. Ja. So, okay, dann sag ich mal wieder herzlich willkommen, wer da ist. Die Followerzahl hat sich heute irgendwie verdreifacht, ja, das war krass. Da haben so viele Leute, das finde ich voll krass, vielen Dank auch an der Stelle. So viele Leute einfach so, zack, puff. Let's play live, nenne ich das Ding jetzt mal. Und dann, so, wir wollten auf hart, ne? Okay. Starting Funds, das ist natürlich okay. Ja, ich nehme die Challenge auf jeden Fall an. Challenge accepted, machen wir. So, Tag Live Support scheint zu laufen. Wir haben Tag Live Support, wir haben alles da, was wir da haben wollten und. Oh, wenn ich das jetzt nicht hätte anklicken können, dann hätte ich einen Anfall gekriegt. So. Gut, wir spielen in Standard KSP mit Hard, mit MKS, OKS, mit Remote Tag, mit FAR, Flight Systems, mit Deadly Reentry natürlich, mit Stage Recovery und allem, was man da so haben kann. Und jetzt aber richtig. Jetzt sollte alles richtig funktionieren. Wir bauen uns erstmal eine Rakete. Wir schicken Jeb los. Ich bin mal gespannt. Ist übrigens auch das erste Mal, muss ich sagen, dass ich überhaupt die Beta spiele heute. Richtig effektiv. So echt, so ganz so genau. Gut, das Ganze soll ja erstmal 5000 Meter Höhe erreichen. So, machen wir so. Ariel Fuels ist natürlich auch drin. Müssen wir jetzt hier drauf achten. Und dann möchte ich, glaube ich, hier noch zwei von diesen kleinen Boostern haben, die uns hier so machen. Und dann möchte ich hier noch eine Antenne, brauchen wir, glaube ich, nicht zwingend, ne? So, ja, da sind auch wieder hier die Viewer-Anzahl stimmt auch wieder, wie es aussieht. Das ist alles wieder da. Und Erdnuss-Dennis sagt auch geht. Das heißt, wir können jetzt erstmal loslegen. Launcher. Naja. Jeps Rettungs. Nein, Jeb überlebt. Nein, doch, Jeb überlebt. Ist mit Jeps Coming Home und so, das ist ja voll nach hinten losgegangen. Es ist aber nicht meine Schuld. Ich weiß nicht. Ich habe die Rakete so benannt, wie du es wolltest, und es ist nach hinten losgegangen. Den Rest kannst du dir überlegen. So, Tag Live Support scheint zu laufen. Remote Tag läuft auch. Hier unten haben wir jetzt das Not Available. Das ist hier noch zusätzlich draufgekommen, weil wir keine Kommunikationseinrichtung haben. Wir haben hier unser Mission Control mit einem roten Punkt für alle, die
Remote Attack noch nicht kennen. Und zu diesem roten Punkt gilt es im Endeffekt, eine Verbindung herzustellen. Das heißt, wenn wir hier auf der Rückseite sind von Kerbin, dann können wir keine Verbindung herstellen. Wir benötigen dafür Satelliten, die wir dann in kürzester Zeit auch starten werden. Hier lassen. Das ist ziemlich lustig werden. Ja, das. Und wir spielen auf Hard. Ich muss kurz mal. Ich glaube, es ist zu. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke im Stream ist, aber mir ist es hier gerade entschieden zu laut. Wir müssen mal kurz die ganze Lautstärke ein bisschen. Stimmen. Die machen wir ein bisschen lauter. So. Kann sein, dass kurz Schwarzbild kommt. Es ist was abgestürzt. Ich hab kurz mal Pause, Sekunde. Kann sein. Das will Dextery nicht anscheinend. Mal kurz hier. Kann sein, dass der Stream eine Sekunde kurz abkackt. Gar nicht. Immerhin den Fehler gefunden. So. Also man darf nicht, so wir sind wieder live, man darf nicht in die Einstellungen gehen, während man streamt. Gut zu wissen. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. So, wir sollen einen Höhenrekord von 5000 Metern schaffen. Nach wie vor das Ganze auf Hard. Ich habe vergessen, vom Launchpad eine Sprechprobe mitzunehmen, eine Sprachkonserve sozusagen. Bild bleibt schwarz. Warte mal kurz, ob es gleich besser wird. Wenn nicht, schreib mal, falls es nicht besser wird. Dann müssen wir gleich mal gucken. Heute ist nicht mein Tag. Laut Anzeige, bei mir ist jetzt Bild wieder da. Ja, Bild ist jetzt da. Ja, wunderbar. Dann passt alles. So. Dafür ist jetzt der Sprit alle. Ja. Super. So, wir können nicht EVA gehen, da wir das... wahrscheinlich haben wir keinen Druckanzug dabei. Ich weiß es nicht. Können wir das verschieben? Können wir nicht verschieben? Ja, das neue Engineer gefällt mir so gut. Kann man diese, dieses HUD 2 müsste... Ah, guck mal. Also, das ist ein so geiles Add-on. Gefällt mir so gut. Das ist sehr schön. Danke. So, wir wollen... Wir haben alles geschafft, was wir... was also Jeb zumindest. Jeb hat alles geschafft, was er schaffen kann. Jetzt muss er nur noch überleben. Das wäre, glaube ich, auch das erste Mal, dass er den ersten Flug überlebt. Oder hat irgendjemand mitgezählt? Ich weiß es nicht. Fallschirme sind aktiv, dürfen nach eigenem Gusto gezogen werden. Gut, ich sag mal so, wenn er überlebt hat, dann ist, war er irgendwo im Weltraum und ist nie wieder nach Hause gekommen. Ja. Es läuft. Also heute läuft's. Ich glaube, diesmal hat er gute Chancen zu überleben. Das heißt, außer wenn der Hauptfallschirm zuerst aufgeht, weil der ist ja, wenn wir uns von dieser Seite angucken, ist der Hauptfallschirm ja ein paar Meter über den sekundären Fallschirm und dann reißt wahrscheinlich die ganze Rakete auseinander. Ja, wir haben schon alle, also jeder, der sich etwas intensiver mit diesem Spiel beschäftigt, wird feststellen, dass man Pferde kotzen sehen kann. Und das ist nicht selten. Vor allem, wann wollen die irgendwann auch mal kommen, die Fallschirme? Ich meine, wir sind jetzt schon auf 15.000 Metern und wir könnten jetzt so langsam, also... Hallo? Hallo? Scheiß Technik. Hallo, 10.000 Meter. Hallo. Hallo, Hilfe. Macht er die nicht erst bei 6.000 auf? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal den Mindestdruck so weit runter. Ah, da kommt der erste. Oh, da kommt der zweite. So. Ja, ich spiele immer normal mit Real Shoots. Die sind ein bisschen, die gehen ein bisschen sanfter auf. Und wir nehmen immer noch an Geschwindigkeit zu. Komm dann. Ah. So, okay. Wir werden langsamer. Trotzdem glaube ich, dass es da jetzt gleich schlecht wird. Ich glaube, es könnte...
Er überlebt. Also solange jetzt nicht gleich das Wasser spackt, überlebt er. Ah, und hier kann man auch die Höhe einstellen. Ich weiß nicht, das haben sie jetzt verändert. So bei 1100 sollte der mittlere aufgehen. Früher sind die bei 500 aufgegangen. Ich weiß nicht, warum die jetzt bei 2500 aufgehen. Sollten wir. So, jetzt müsste der mittlere kommen. Achtung. Upp, ja. So, dann lass uns mal Vollgas hier runter. Okay. So, müssten wir eigentlich jetzt auch noch das mit dem Real Solar, müsste ich mal raus editieren. Also Real Solar, nee. Zumindest nicht im Karrieremodus. Also das ist mir zu krass. Und die letzten 50 Meter, letzten 10 Meter und Flatsch. Und bevor es anfängt rumzuspacken, direkt raus. Sicher ist sicher. Wir haben jetzt natürlich nicht alles an Forschung mitgenommen, was geht, aber war schon, naja, 8 immerhin. So, an Teilen haben wir alles wieder recovered, was ging. Das ist auch okay. Jeb hat seinen ersten Erfahrungspunkt erhalten, das ist auch gut. Wir kriegen die ersten Teile freigeschaltet. Zack, puff. Ach so. Zack, ne? Du hast noch gesagt, man muss ja alles jetzt einzeln kaufen. Oh, wie mich das später annerven wird. Oh, wie mich das später wirklich annerven wird. So, was brauchen wir noch? Den Stack-Decoupler brauchen wir auf jeden Fall noch. Den FLT400 brauchen wir auf jeden Fall noch. Den Rest können wir erstmal. Ach, hier kann man so alle auf einmal kaufen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich habe es noch nie auf hart gespielt, aber es ärgert mich jetzt schon ein bisschen. So, wir wollen mal gucken, ob wir aus der Atmosphäre rauskommen und vielleicht ein bisschen höher als eben. Müsste eigentlich drin sein. Nehmen wir jetzt hier, haben wir noch was? Ah, wir haben den FLT400. Ah, und von hier kann man auch kaufen. Okay, dann bin ich. Nee, dann bin ich glücklich. Dann geht das. So, 1500. Füllen. 2900. Wir müssen Escape die Atmosphäre, ne? So. 2500. Was hatten wir vorher? 2900. Naja, gut. Lass mal so machen, aber jetzt nehmen wir noch eine Antenne mit. Die Antenne hier oben festmachen. Und. Du bist unschuldig. Ich gebe dir gleich unschuldig. Du hast gesagt, mach hart. Ich habe nicht mehr an dieses Entry-Purchase-Ding gedacht. Es ist schon grenzgängig. So. Das müsste so funktionieren, dass wir zumindest vom Launchpad und vom. Oder von der Atmosphäre und vom Dingens hier. Ja. So. Jeb's Orbiter. Jeb klärt für uns heute. Sollten wir hinbekommen, sollten 33.000 Meter müssen wir erreichen und wenn es geht, die Atmosphäre verlassen. Dabei können wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Mit 10.000 zu starten ist aber schon, finde ich, also. Ist aber schon ziemlich, ja, ist schon ziemlich, also. Es ist schon. Ja. Also finde ich schon, das ist so. Ne, also. Ne, der Stream läuft weiter. Wir haben uns nur gegen. Irgendwann gegen Real Solar System. Wer ist ein K-Kraft? Bin ich nicht? Ne. Wir haben uns nur irgendwann gegen Real Solar System entschieden, weil es einfach zu krass war. Ich habe da eine Stunde rumgebastelt und wir haben. Oder 2 Stunden und haben keinen Orbit geschafft. Mit den Bauteilen vom Start weg.
So. Mal schauen, ob wir nicht doch damit aus der Atmosphäre rauskommen. 33 Kilometer Höhe wären auch ganz nett. Und na komm. 5000 Meter, das hatten wir ja Launch a New Vessel. Jetzt wollen wir hier mal, blend uns die Contracts mal da oben ein, also Reach Space. Ich weiß nicht, was die Treibstoffreserven sagen. Senkrecht nach oben wird gehen. Wir müssen aber auch ein bisschen. Nein, 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 Drecksau. Ah! Heftig, ey. So, kurz mal das Ganze wieder auf Kurs bringen. Ah, jedes Mal dieser dämliche Purzelbaum. Ja, wir müssen ein bisschen schräg, sonst werden wir beim Wiedereintritt wahrscheinlich verbrennen. Das wäre schlecht, glaube ich. So. Wäre fatal. So, 45 Grad. Sieht gut aus. Da verbrennen wir jetzt einfach mal den restlichen Sprit, den wir noch haben. Einen haben wir ja hier gesammelt, einen Gukanister. Den zweiten können wir jetzt gleich noch. Auf mal 241 Kilometer. Ich glaube, wir verglühen beim Wiedereintritt, aber Jeb stirbt ja immer irgendwie beim ersten Mal. So. Dann haben wir noch mal ein bisschen Mysterious Goo. Dann können wir hier noch mal einen Crew-Report. Den können wir direkt. Wir haben keine Antenne. Okay. Dann heißt es einmal nach oben. Und wer hochsteigt, fällt tief. Müssen gucken, dass wir die Triebwerksglocke jetzt als Bremse benutzen. Und dann. Es gibt wieder nur Scheiße. Ich sehe es kommen. So. Ach so, ja, stimmt. Wir haben ja Com-Device, aber wir können die. Und das Com-Device, das muss man bei Remote Tag leider immer von Hand starten. So, jetzt mal gucken, was das Triebwerk macht. 1000 Grad. 1200 Grad. Das ist ein Eintrittswinkel von 70 Grad oder so. Das ist einfach nur barbarisch. Fallschirme raus. Oh, alle Schön auf die abgerissen. Gegenkräfte achten. Alle abgerissen. Okay. Alter Jeb. Oh Mann. Puh. Aua. Au, okay. Au. Ja, das war's mal wieder mit Jeb. So wie wir eine Flagge aufstellen können, werden wir es auch diesmal dann tun, hoffentlich. Jeb hat's zerrissen, unsere Finanzen hat's gut getan. Manchmal muss eben einer gehen, damit andere kommen können. Und jetzt fallen mir keine blumigen Worte mehr ein, um den tragischen Verlust, den wir soeben erlitten haben, zu umschreiben. Wir holen Kierfurt Kermen mal ran, der nun in Jebs Fußstapfen treten muss. Große Fußstapfen, wie man sagen muss, natürlich sehr große Fußstapfen. Und wir sollten für den Wiedereintritt ein paar andere Vorkehrungen treffen heute. Wieso zwei Klöten hängt es da? So, wir wollen eigentlich einen Orbit erreichen. Das bedeutet, wir haben nebst dieser schönen Unterstufe machen wir uns jetzt noch eine noch schönere Oberstufe. Oder wie viel? Nee, das bringt nichts mehr. Brauchen wir im Endeffekt mal hier so einen. Dann hätten wir. So. So. Hallo, Engineer. Also Freaky schreibt gerade, Fallschirm am besten erst auslösen, wenn die Warnmeldung verschwindet. Ja. Problem ist es da, meistens ist es dann zu spät, weil dann kann das Ding gar nicht mehr abgebremst werden.
Ja, das war irgendwie, wir waren mit 70 Grad Einfallswinkel sind wir reingekommen. Das war ein bisschen zu viel. Da hat dann auch der beste Fallschirm irgendwo seine Leistung, sage ich mal. Oh, was ist denn das? Da ist ja ein Triebwerk direkt mit dran. Procedural Real Fuel. Aber da ist ja schon direkt ein Triebwerk mit dran. Was ist denn das Interessantes? Guck mal. Aber was, So irre sieht's schon aus. Also, aber das hat mir ein bisschen zu. Ach, das ist ein SRB. Ach so, warte. Ah, den gibt's. Ach, guck mal da. Ja, Dommer, hey, du. Ne, das wollen wir aber nicht haben. Das ist ein Feststoffbooster von Procedural, den du dann so in. Das ist nicht schlecht. Das gefällt mir gut. So, jetzt haben wir da noch ein bisschen wenig Schieberit. Lass mal so machen. Nee. Lass mal so machen. Und dann lass mal hier der Unterstufe noch ein bisschen. Diese 30-Teile-Begrenzung, die nervt, ne? So. 4400 sollte eigentlich für einen Orbit reichen, wenn wir alle Tanks auch befüllen. 4900. Damit darf jetzt unser Kierfurt-Kermen mit Jeps Orbiter quasi starten. Ich bin mal gespannt, ob das. Hat's ihn einfach zerrissen. Hat's einfach bumm gemacht. Mach er einfach ab. Ich hätte vielleicht jetzt oben noch einen Stack-Decoupler einbauen sollen, aber wir wollen ja nicht die 30-Teile-Grenze so stark strapazieren. Hier unten sieht man ja auch schon. So, ab dafür. Komm, 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 komm. Gib Schub. Okay, Kierfurt Kermen ist einer von den Astronautenkörbels, wo du denkst, die hätten lieber Putzfrau werden sollen oder irgendeinen unstressigen Bürojob oder guck dir das doch an. Also, es passiert doch noch gar nichts. Ja, aber die wissen eben, was mit Jim passiert ist. Du meinst, weil er in dem baugleichen Schwesterschiff gesessen hat, sozusagen, also bauähnlich. Ja, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Ich finde, man sollte hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir gucken mal, ob wir jetzt einen neuen Contract erfüllen können. Ach so, wir hätten auch natürlich einen neuen Contract annehmen müssen. Was ist denn das? Oh. So viele neue Buttons hier oben. Ich fasse es nicht. Nur Tech Life Support kriegt es irgendwie nicht hin, sich hier mit in die Leiste zu integrieren. So, also mal wieder. Gravity Turn nicht übertreiben. Und dann sollten wir gleich der Atmosphäre entkommen können. Na, 25 Kilometer. Bisschen geht noch. Wenn wir dann im Orbit sind, müssen wir mal kurz den Auftrag abholen, dass wir Orbit machen sollen. Ach, haben wir schon, okay. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. So, ich zieh mal derweil an der Kaffeetasse. So. Sechshundert Meter jetzt. Ah, wir haben ja hier Mysterious Goo noch zu untersuchen. Das ist ja eben ein bisschen fehlgeschlagen. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man sie hört. Die Frau Katze, die sich hier noch. So. Warte, jetzt klappt's. Jetzt hier Oberstufe an. Kurz nur brennen. Ein bisschen gleiten und dann. Ah, perfekt. Wir fahren mal ein bisschen schneller, das kennen wir, das haben wir jetzt so oft gesehen. Vor allem heute. Schauen wir mal, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Und um.
Und gleich haben wir Orbit. Ist also Kierfurt Kerman stellt sich wirklich an. Muss ich wirklich sagen. Können mal gucken, wenn wir die Antenne finden. Da ist die Antenne. So, dann können wir nämlich auch mal hier den Crew-Report mal absetzen. So. Orbit around Kerbin haben wir geschafft. Mysterious Goo können wir auch nochmal hier. Ja, das ist, ich finde, der einzige Nachteil wirklich an Remote Tech, dass die Antennen nicht mehr automatisch ausgefahren werden, wenn irgendwas ist. Gerade die Omnidirektionalen, die in alle, also die quasi in alle Richtungen funken, die man auch nur ein- und ausschalten braucht, wo man kein Ziel setzen muss, die können wir wirklich so machen, dass die von selbst angehen. Und wir haben einen Orbit, der groß genug ist, um vielleicht dann High Over Kerbin irgendwie was einzusammeln an Daten. Aber denk doch, du willst doch wieder nach Hause, ne? Oh, eben hast du mir aber einen Schock verpasst und wir haben noch 850 Meter im Tank. Also, immer mit der Ruhe. So. Außerdem sitzt ja nicht Jeb drin. Jeb ist ja... So, pass auf, wir machen jetzt hier mal so und dann machen wir einen ordentlichen Wiedereintritt nach... ein schöner Wiedereintritt mit Deadly Reentry liegt irgendwo so bei 45 Kilometer. Natürlich auch in Abhängigkeit davon, wo man gerade herkommt. Wenn man von ILO kommt, ganz weit außen, also wenn wir kurz mal rausdrehen. Wenn wir von da außen kommen und haben hier so viel Tempo drauf, dann nicht unbedingt 45 Kilometer, dann nehmen wir ein bisschen weniger. So. Können wir jetzt den restlichen Sprit auch noch zum... Oh, guck mal, da ist eine Wüste. Eine Wüste wäre cool. Also Wüste landen, das wäre jetzt... das wäre wirklich sehr nice. Müssen wir allerdings ein bisschen abbremsen noch, ne? Müssen wir ein bisschen mehr abbremsen noch. Ich will in die Wüste. Vielleicht können wir dann auch hier nochmal gerade Report from Kerbin's Upper Atmosphere. Das ist auch okay. Funkverbindung zu Mission Control kriegen wir jetzt nicht. Aussteigen können wir nicht. Das heißt also, das war's jetzt mit den Crew Reports. Bisschen schade, dass man da nicht noch mehr speichern kann. So. Okay, Parachute, den setzen wir mal runter auf 850 und die Mindestpressure setzen wir mal auf so, dass der mal ein bisschen früher kommt und ein bisschen später ganz aufgeht quasi, weil das war mir immer so ein bisschen jetzt, war nicht so schön. Das Feuer kommt, haben wir noch 247 Meter pro Sekunde, wo wir ein bisschen gegenbrennen können. Da hinten, geil, guck mal, der Mond, ach, das finde ich richtig cool. Was das Spiel manchmal grafisch wirklich bietet, obwohl die Grafik ja jetzt, also es ist jetzt nicht so ein Grafikknaller, aber das finde ich immer wieder geil. Und der Mond sieht immer aus wie ein Todesstern. Es gibt so schöne Bilder, kann man da machen, also. Ja. Ja, das war ja ein so ein Ding, was mich an Real Solar System so fasziniert hat. Da siehst du ein Bild wie eine Sonde, ich glaube, auf Mars oder wo steht. Und es sieht einfach so geil aus. Und das muss man dem Addon lassen. Also dieser Mod sieht einfach nur Hammer aus. Da kann man gar nichts anderes sagen. So, jetzt halten wir ein bisschen aktiv dagegen. Mal, wo hier die Temperaturen sind, weil der Goo-Container bremst mit. So, Chute Deployment unsafe. Dann müssen wir ein bisschen bremsen. Ausgebrannt. Dann lassen wir den Shoot ein bisschen später kommen. Wenn die Unsafe-Fehlermeldung weg ist, wobei wir wahrscheinlich auch zu schnell runterkommen werden,
Jetzt wird es aber wirklich langsam Zeit. Also Kierfurt Körmen, ich vielen Dank, dass du für uns gearbeitet hast. Hallo. Komm doch. Das gibt's noch nicht. Also ich meine, ob es unsafe ist oder nicht, aber das. Bin ich zu bekloppt oder was? Das ist doch. Okay. Am Anfang müssen Opfer gebracht werden, ganz klar. Immerhin, Forschung hat es ordentlich gebracht. Trotzdem natürlich sehr schade, dass von drei Flügen nur einer mit ja, Erfolg quasi gekrönt war. Jetzt gerade mal gucken. Den Kram können wir erstmal komplett kaufen. Hier gibt es schon mal die ersten Batterien. Hier gibt es schon mal Life Support. Braucht man nicht. Mehr Engines. Hier gibt es auch Engines. Wir kaufen mal das und kaufen mal hier die ganze Batterie einfach. Okay, das war also Körbel Nummer 2 übrigens, den es dann jetzt zerrissen hat. Jetzt sollen wir den Mond erforschen. Also den nächsten Schritt, den du machen solltest, ist im Astronautenkomplex gucken, wie viele Piloten es überhaupt noch gibt. Ja, viele. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, guck mal, eins, nee, hier oben geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also es scheint ganz im Gegenteil, scheinen sich die Piloten wirklich um diesen Posten zu reißen. Könnt So, ihr liebe jetzt. Zuschauer, wir kriegen jetzt noch 7 Flüge, danach ist der Stream zu Ende, weil keine Piloten mehr da sind. Ja, aber anscheinend, also es sind mehr Piloten als alles andere da. Entweder hat das Spiel erkannt, okay, da ist der Verschleiß höher, oder die Leute sind einfach suizidgefährdet. Ich weiß es nicht. Okay, wir sollen den Moon sollen wir erforschen. Ja, jetzt sind die Geld-Leech-Missionen, das stimmt, die sind jetzt weg. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ein bisschen besser haushalten. Ich denke, wir sollten jetzt wirklich zum Moon fliegen. Nichts anderes macht im Moment Sinn. Die Corvain Engine, die scheint mir für eine Transfer Stage zum Moon eigentlich prädestiniert zu sein. Wir brauchen etwa 8000 Meter pro Sekunde Delta V. Hin und zurück könnten sogar noch landen. Haben wir schon Landefüße? Also, wollen wir das bringen? Ich weiß nicht. Ja, wir Das haben mit dem Landefüße. Mond kannst du direkt vergessen. Warum? Weil er eh nicht hinkommt. Was soll denn das jetzt heißen? Also jetzt, das muss ich, also das nehme ich dir jetzt ein bisschen übel. Dann flieg doch einfach nur ein Stück weiter und geh zum Minmus. Da ist das Landen einfacher. Verballerst du nicht so viel. Okay, also das finde ich jetzt, diese Challenge finde ich jetzt, also das finde ich ein bisschen gemein. Wir brauchen, lass mich mal kurz ausrechnen, wir brauchen etwa, grob kalkuliert, 1000 Meter pro Sekunde zum Landen, 1200 Meter pro Sekunde für zurück. So. Landen und zurück. Okay. 7000 Meter pro Sekunde zum Moon hin. Ja, ich meine im Endeffekt, ach so, wir haben nur 30 Teile, ne? Und wir haben Remote und wir haben oh, Tech Life Support. Und nur 18 Tonnen. Naja, Das okay. wollte gerade sagen, das ist ja nicht böse, ich meine, du hast 30 Teile und 18 Tonnen. Ich bin froh, in Orbit gewesen zu sein. Du willst zum Mond. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, das kriegen wir aber hin. Immer mit der Ruhe. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr strategische Reserve und ein bisschen weniger Gewicht. So, das Ganze könnte jetzt allein schon einen Orbit machen. Warte, warte, warte. Wir müssen für den Wiedereintritt einen Decoupler haben. Wir brauchen Strom. Life Support zieht uns den Akku leer. Warte. Wir haben. Hat das Ding einen Generator? Nein. Auch ein Triebwerk mit Generator. Der. Muss dann doch der kommen. So. Also. Aber wir haben nur 30 Teile, ne? Richtig. Äh,
wir gucken mal. Wir haben 14 Teile, 9,5 Tonnen. Können wir das eingeblendet lassen? So. Hier unten, ich weiß nicht, ob man es im Stream sehen kann. 14 Teile, 18 Tonnen. So. Wir haben zum Moon hin brauchen wir 800 Meter pro Sekunde für den Transfer. Da müssen wir hier ein bisschen abspecken. Moment mal. Und hier ist irgendwas falsch. So. Das reicht für den Transfer aus. Für den Transfer landen und wieder zurück. Jetzt. Eine Funkantenne, 5000 Meter, die wird uns nicht... Ah, wir können nicht EVA gehen, ne? Also wir könnten theoretisch nur aufsetzen und wieder... Pass auf, das macht ja keinen Sinn. Dann reicht diese Stufe für hin und wieder zurück. Dann nehmen wir uns ein bisschen strategische Reserve, dann machen wir es so. Dann fliegen wir zum Moon und umkreisen den Moon, wie es Apollo 1 getan hat. Apollo 4, 5, 6, 7, 8, ich weiß es nicht mehr. Und kehren dann wieder... Der Tank, der bringt ja herzlich wenig. So. Und kehren danach quasi wieder als Helden der Nation zurück. So. Wir brauchen ein paar Stunden Flugzeit ohne... 250 Electrical Charge. Du hast aber uns den Piloten jetzt schon zum Tod verurteilt. Wieso denn das? Nur Tote werden zum Helden. Ja, wen nehmen wir dann? Haggard oder Meldus Kerman? Jetzt die Frage. Einer von den beiden ist dran. Dürft ihr gerne entscheiden. Ich sag, das klappt. Ich bin völlig davon überzeugt, dass es klappt. Wir können halt nur nicht aussteigen, weil haben wir noch nicht erfunden. Aussteigen ist noch nicht... Wir brauchen eine Unterstufe. So, das haben wir gesagt, reicht uns zum Moon und zurück. Dann brauchen wir, was haben wir hier, ein Decoupler? Da ist irgendwo Murks drin. So. Im Hintergrund hört man jetzt die Katze, die jetzt aus irgendwelchen Gründen etwas aufgeregt ist. Wahrscheinlich, weil es zum Moon geht. Okay. Nein? So. Ne, Moon ist auf der Technologiestufe auf jeden Fall schaffbar. Bin ich ganz fest davon überzeugt. So, wir brauchen nur ein bisschen mehr Bums in der Unterstufe. Gewichtmäßig sind wir noch grün. Okay, und jetzt Booster. Booster, haben wir schon den Trenner? Nee, ne? Alter, wir haben ja nicht mal diesen schönen Decoupler. Den drehen wir ein bisschen zurück. Sind noch zu viel, so. Die bringen uns hoch, die bringen uns rüber. Alles klar, pass auf. Noch eine Gewicht. Ah. 15 Tonnen. 22 Tonnen. Okay, den die weg. Er sagt gar nichts mehr. Habt ihr Angst? Und mal die zwei. Ich verfolge mit Erstaunen eine Konstruktion. Die funktioniert. Du wirst sehen, die funktioniert. 6100. Wir wollen ja nur zum Moon und zurück. Wir können auf einen... Ja, das geht. Wir gehen auf eine freie Rückkehrflugbahn und dann passt das. Also Flashfire schreibt gerade, du bist schon bei 27 Tonnen. Ich war bei 27 Tonnen, jetzt bin ich wieder bei 17. Ich habe die Booster weggelassen, brauchen wir nicht. Wir wollen diese Unterstufe allerdings aufheben für Geld. Die Booster brennen zu 100%, dann brennt die Hauptstufe. Dann haben wir hier die Transfer- und Rückkehrstufe. Ja, das... Komm, das passt. Nimm es nicht so eng. Die Booster nur halb voll machen.
Ja, es passt doch jetzt. Ich habe die kleinen genommen. Wir nehmen die mal gewichtstechnisch. Wenn ich die jetzt halb voll nur mache, dann. Also so kommen wir genau auf 17,5 Tonnen. Dingenstechnisch. Ne, wir brauchen das. Ich lasse die mal so. Pass mal auf. Das. Aber macht es. So. Wir müssen nur gucken. Ach, wir können keine Transfers. Können wir Transfer schon berechnen eigentlich? Gute Frage, nächste Frage. Machen wir es halt Pi mal Daumen. Ich meine nicht. Okay, was würde es kosten, das Space Center die Tracking Station abzugraden? Gerade mal gucken, dass wir. Aber das kannst du doch selber berechnen. Aus dem Kopf, meinst du? Ja, so ungefähr, also du richtest dich nach der Sonne. So, wenn die Sonne dann, wenn Kerbin, ich sag mal, dann brauchst du ja nur einen rechten Winkel, im 90-Grad-Winkel. Ich habe rechts Kerbin und dann im 90-Grad-Winkel nach oben den Mond. Und dann müsstest du den hinterher auf der linken Bahn treffen. Ich habe mal gelernt, so lange vorspulen, bis der Mond auftaucht am Horizont und dann einfach ja sehen. Okay. Ja, gucken wir mal. Also so ist der passende Phasenwinkel, von dass du den so auf 2 Uhr hast in etwa. Ah, wir gucken, was passiert, mein Gott. Es soll schon schief gehen. Das ist von Kerbel-Ingenieuren entwickelt worden. Oh, warte mal, wir müssen aber hier gucken, dass wir die Stufe richtig trennen. Die Mission haben wir ja für den Mond. Wir sollen einen Orbit um den Mond erreichen. Wir sollen Daten und auf dem Mond landen. Oh, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Ja, mal gucken, was an Sprit übrig bleibt. Also wenn wir im Orbit sind und hier oben noch einigermaßen voll ist, dann passt es. Also dann machen wir solange wir eine Flugbahn irgendwie berechnen können, aber ich glaube, wir können keine Intersects berechnen, ne? Ich krieg Angst. Nee, jetzt will das schon wieder hier sein. Boah, glaubst du es? Ich bin mal gespannt, ob wir es irgendwann mal schaffen, einen Piloten wirklich hinzubekommen, dass der. Ne? Ach, scheiße, und Life Support habe ich vergessen einzubauen. Ah, okay. Aber die Standardration reicht eigentlich bis zum Mond zurück. Ich hoffe es einfach. Wenn wir durchbrennen können, dann auf jeden Fall. So, wir müssen aber jetzt gucken, dass wir mal. Wenn wir bis zum Mond wirklich jetzt am Stück quasi hinbrennen können, dann müsste es reichen. Ich meine. Nur wenn du dann siehst, dass es nicht reicht, dann lass ihn doch bitte die Kapsel auf dem Mond zerstellen. Denn ich sag mal, ein Explosionstod ist schneller als ein Hungertod. Okay, da gebe ich vollkommen recht, ja. Ich habe ja momentan auch das Problem, wir haben absolut gar keine Hausnummer, wo wir hin müssen. Also, wo wir hinbrennen müssen. Ich weiß jetzt noch nicht, wenn wir jetzt hier gleich das berechnen, der wird uns keinen Intersect anzeigen. Dann brenne ich einfach vom Orbit aus 780 Meter in Richtung Moon. Und das war's. Mal gucken, was passiert. Ja, genau so. Genau das war jetzt so mein Plan. So, wir haben jetzt in dieser Stufe noch 500 Meter pro Sekunde. Die wird uns nicht ganz reichen. Aber da wir die freie Rückkehrflugbahn nutzen, können wir. Ja, müsste es eigentlich hinkommen. Also, wenn man das so
machen kann, dann langt es auf jeden Fall. Brauchen 800 Meter pro Sekunde etwa zum Moon hin und der Rückflug ist kostenfrei. Also wir kommen dann wieder in die Atmosphäre von Kerbin. Die Frage ist nur, wie hoch wir in der Atmosphäre von Kerbin reinkommen. Aber das sind ja alles, ja, das sind so unwichtige Details, die wahrscheinlich gar nicht in Kraft treten, weil es scheitert sowieso eher. Ja, aber wenn es klappt, dann wäre es auf jeden Fall, wäre schon geil. Hallo, Stage. So. Gut, jetzt kommt der Transfer mit 3000 Meter pro Sekunde. Wir können auch den Moon nicht zum Ziel nehmen. Das ist jetzt ebenfalls noch ein bisschen schwierig. Sehen wir unsere Flugbahn eigentlich? Ja, ne? Die sehen wir. Okay. Also das muss ja gehen. Problem ist, wir sehen den Moon noch nicht. Kommt erst hinter der nächsten Kurve. So. Okay, gleich haben wir, jetzt haben wir Orbital Velocity und jetzt 800 Meter pro Sekunde. Circa. Also der geizt wirklich an Details. Warte mal, wir könnten jetzt natürlich ein bisschen cheaten und das Rendezvous-Fenster hier aufmachen. Machen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, das lässt du ja wohl. Am Let's Player, die ist jetzt rausgeschnitten. So. Irgendwie hier müssten wir jetzt in den Moon-Orbit reinkommen und von da aus können wir unsere Rückkehr dann berechnen, weil den müsste er ja dann anzeigen, oder? Wenn wir drin sind. Ich hoffe es einfach. So, wir sind jetzt erstmal far away from Kerbin. Wie sieht es mit deinem Stromverbrauch aus? SAS deaktivieren. Wir schalten die Reaction Wheels aus, damit wir alles an Energie sparen können. 0,04 brauchen wir. So, dann können wir das Mysterious Goo mal erforschen. Space High over Kerbin gibt 9. Und einmal möchte ich dann am Moon erforschen. Jetzt sind wir mal gespannt. Wir haben überhaupt keine Zeiten und nix. Bin ich da so verschätzt? Warum haben wir noch 25? Wir müssen ein bisschen... Aber wir haben keine Reaction Wheels. Bisschen Energie erzeugen. Hey, der zeigt uns ja nicht mal eine Periapsis an, oder ist die im... Ah, die ist im Minus. Ich brenne in die falsche Richtung. Sehr gut. So, jetzt sind wir mal gespannt. So, Electrical Charge ist jetzt alle. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben etwa eine Stunde, glaube ich. Der Moon müsste uns... Ja, ja. So, okay. Mond Orbit haben wir. So. Jetzt müssen wir nur... mich überlegen, wie wir es am besten machen. Wir sind jetzt auf jeden Fall in einem Orbit um den Moon, oder nicht? Doch, ne? Okay, wir haben noch einen Sprit 790. High over the Moon. Jawoll, das gibt erstmal hier 12 Forschungspunkte. Jetzt haben wir gar keinen. Ah doch, da ist er.
Okay, wir würden jetzt einschlagen. Schlecht. So, wir müssten Richtung 2, Richtung 270 brennen. Unseren Orbit jetzt quasi drehen. Und würden jetzt 14 Kilometer über den Moon, etwa 21 Kilometer über den Moon, würden hier hinten wieder raus und würden dann wieder in den Kerbin-Orbit zurückfallen, wenn alles so läuft, wie soll. Wir können vielleicht mal einen Crew-Report. Also ihr seid aber auch wirklich ein paar Schwarzmaler, ne? So. Denk dran, du musst auch wieder nach Hause, ne? Ja, der kommt jetzt, pass auf. Okay, Electrical Charge ist depleted. Jetzt müssen wir im Endeffekt, jetzt machen wir das so, ja? Also, das Problem mit der Electrical Charge ist jetzt natürlich, dass der dann irgendwann an Sauerstoffvergiftung stirbt. Sodass wir jetzt im Endeffekt immer mal so kurz das Triebwerk zünden müssen, um uns ein bisschen Strom zu erzeugen. Gleichzeitig wollen wir gucken, dass wir nicht zu tief über den Mond reinkommen. So, das heißt, wir laden jetzt immer so die Batterien mal so ein bisschen nach. Und sollten dann ziemlich coole Rückkehrbahn haben um Kerbin. Hätte ja nie gedacht, dass du überhaupt so weit kommst. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das einzige Problem ist jetzt wirklich Remote Tag. Hier Tag Life Support. Na, 3 Tage hast du ja eh drinne. Ja, Das das reicht theoretisch. Problem ist der Strom. Weil eine Oh. Stunde ohne Elektrizität, Ach dann so. sagt er, also stirbt er an CO2-Vergiftung. Aber das umgehe ich jetzt ein bisschen unsauber, indem ich das Triebwerk ab und anzünde. Dann geht die Stunde von vorne los. Wenn wir dann ja. Und wie lange schafft er ohne Essen und Trinken? Ohne Essen 10 Tage, ohne Trinken, ich glaube 2 Tage und ohne Sauerstoff halt auch 10 Minuten, glaube ich. Sollte ich mal mein Live-Support-Fenster aufmachen und mal gucken. Ja, ich hab's offen. Wir müssen halt jetzt ein bisschen hier. So. Ich habe mir jetzt auch das Deadly runtergeholt. Aber ich dachte, okay, dann probiere ich es mal aus. Ich habe echt Angst vor dem Wiedereintritt. Das. Ja, der Wiedereintritt ist beim Wiedereintritt einfach nur gucken, dass du so in etwa in 20 Grad runterkommst. Eine Stunde ist rum. Okay, es geht auch mehr als eine Stunde. So, wir haben den Mondorbit wieder verlassen und sind auf einer Flugbahn rund um Kerbin, die jetzt natürlich aufgrund unserer Brennmanöver ein bisschen zu groß geraten ist. Ich werde die Reaction Wheels mal kurz einschalten und wir werden mal kurz ein bisschen gegenbrennen. Toll. Das hat auch nur noch für so einen orbitalen Pups gereicht. Aber es dreht sich. Ja, wenn man das Manöver planen kann, dann kann man das wirklich sauber berechnen. Dann fliegst du mit 780 Meter pro Sekunde Delta V zum Moon. Hier außen um den Moon, vor dem Moon vorbei. Dadurch wirst du abgebremst und wirst halt wieder zurückgeschleudert und fliegst quasi eine 8. Wie auch damals bei Apollo 13 zum Beispiel. Wenn ich bremse, wird der Orbit größer. Was ist denn das jetzt für ein Elend? Wir haben noch 500 Meter. Also ich Okay. habe ohne Manövernot versucht, mal so einen Gürbel zu retten. Das war irgendwie scheiße. Ja, ich weiß jetzt nur gerade nicht. Warte mal, ich gebe jetzt Gas und mach dadurch den. Achso, ich hab's Orbit. Ah, jetzt eben. Orbital Velocity. Jetzt stimmt alles wieder. So, jetzt müssen wir nur gucken, fallen wir oder steigen wir? Treibstoff reicht gerade noch so. Ja, so wie es aussieht, fallen wir. Das war ein bisschen hart. Das war ein bisschen viel. Mal kurz nochmal hier.
Jetzt mal ein bisschen viel in die andere Richtung. Ein bisschen Treibstoff heben wir uns natürlich noch auf. Für unser Live-Lebenserhaltungsmanöver. So, 45 Kilometer etwa als Ziel angepeilt. So, was sagt der Kontostand? 52.000 Körbel-Dollars. Ja, sieht gut aus. Naja, Recovery hilft eine ganze Menge, muss ich sagen. Das ist schon ja, cool. Auf jeden Fall. So, okay, eine Stunde ohne Elektrizität überlebt er. Wir ziehen so einen kleinen Handgenerator mit hier im Sonnenburg. Ja. Was denn jetzt? Also jeder Pilot braucht bei Ihnen irgendeinen Zusatz. Jeb braucht einen Fallschirm, der nächste braucht jetzt einen kleinen Generator. Ah ja, was? Aber, ne? Aber es geht. Aber kannst du noch immer mal... Achso, alles steigen lassen kannst du nicht. Ja, ja, sonst hätte ich geschoben. Das, das habe ich ja auch schon mal machen müssen. Da haben wir irgendwie hinter dem Mond festgehangen. Dann habe ich auch ein bisschen angeschoben, dass wir wieder in die Atmosphäre zurückkommen. Da muss ich allerdings zugeben, ich habe das Manöver bei Scott Manley mal gesehen, habe mich kaputt gelacht und habe gedacht, naja, bei dir wird es niemals so knapp sein, dass du aussteigen musst und schieben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann war's. Eine Woche später hatte ich es dann auch geschafft. Ach, das passt nicht so schnell. So, wir gehen mal mit 50 Kilometer. 64 Meter pro Sekunde haben wir noch. Eine Stunde 10 sind wir drüber. Ich weiß nicht, wie lange er ohne Strom kann. Hm? Was ich schon geschafft habe, schöne Reise Richtung Duna geplant. Einfach nur kurz einmal rumfliegen und keine Ahnung, dann habe ich mich mit den Satelliten wieder befasst. Und dann habe ich doch tatsächlich das Transferfenster zurück wieder verpasst. Oh nee. Ja gut, Live-Support war natürlich, hätte nicht gereicht, überhaupt nicht. Ja, das ist dann natürlich... Cool. Also ich habe einen Körbel gerettet. Jetzt muss ich ihn nur noch sauber runterkriegen. Ja, wir gucken mal, was jetzt hier... Was jetzt hier noch machbar ist. Erstmal die Kiste rückwärts rumgedreht. Und man sieht hier oben auch schön jedes Manöver, was ich mache, wie die Remaining Electricity runtergeht. Meter pro Sekunde, das rettet uns wahrscheinlich jetzt den Arsch. Na klar, der hat natürlich wieder keinen SAS, der Typ. Und jetzt, Achtung. So, gucken, dass wir jetzt den Orbit klein genug kriegen, weil das muss jetzt in dem Anlauf klappen, sonst haben wir verschissen. Ausgebrannt. Okay. Jetzt können wir noch ein bisschen den Stack-Decoupler feuern, dann können wir das Bremsmoment nutzen. Was passiert, wenn der Körper... Hm? Ja? Meine Frage ist, was passiert, wenn der Körbel stirbt, aber die Kapsel gerettet wird? Wieso, wer löst denn dann den Fallschirm aus? Wenn ich den Fallschirm mit dem letzten Atemzug sozusagen den Fallschirm ziehe, dann müsste ja eigentlich... Das habe ich vorhin schon nicht verstanden. Wieso spielst du eigentlich immer in dieser Auslöse-Dings rum? Lass ihn doch einfach auf Standard, dann funktioniert er doch auch. Ja, manchmal, da geht er zu spät auf. Du hast ja hier einmal diese Min-Pressure, bei der er überhaupt erst auslöst. Und die ist schon sehr hoch. Die ist eigentlich immer ganz unten. Ja, bei mir ist die jetzt hier so bei 0,38. Und das ist dann die Atmosphärendichte. Und ich spiele aber mit Farum Aerospace. Und da hast du eine andere Atmosphärendichte. Das ist also dann hier Atmospheric Density. Und die müsste dann bei 380, also 0,38 stehen. Da können wir mal gucken, wie wir da jetzt hinkommen.
Das, ja, ist nicht so. Oh, scheiße. Er wird wirklich sterben. Wahrscheinlich wird er ersticken. So, Saft ist alle und wir müssen noch eine Ehrenrunde drehen. Und ich weiß auch nicht, wie lange er braucht, um da hinzukommen. Ja, wir gucken mal. Wie Wie ist das kriegst mit. du eigentlich das Hitzeschild unter die unter das Triebwerk, dass du das Triebwerk mitretten kannst? Wie das Hitzeschild und das Triebwerk? Ne, du kannst ja das Hitzeschild nur unter den Pott packen. Ja, Aber da. wenn ich das Triebwerk auch retten will. Ja, gut, du kannst diese Hitzeschilde, die sind bei Deadly Reentry ja dabei. Kannst du die quasi. Ja, einbauen, im Endeffekt, ne? Aber dann kann ich ja das Triebwerk nicht benutzen, wenn ich danach noch ein Nee, Hitzeschild setze. das geht dann nicht. Also das Triebwerk musst du im Endeffekt. Ah, jetzt ist er gestorben. Das Triebwerk musst du dann im Endeffekt einfach, ja, als Hitzeschild benutzen, sag ich mal. Also das geht auch. Das Triebwerk ist ja aus ziemlich stabilem Material gefertigt und sehr hitzeresistent. Jetzt hätte ich doch den Fallschirm schon aktivieren sollen, ich Idiot. Geht jetzt natürlich nicht mehr. Was sagt man nur dazu? Dü 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 dü. Ja, aber immerhin, also es war möglich zu Moon und zurück. War schon machbar. Hat geklappt. Einziger Nachteil natürlich, das mit der Energieversorgung nicht so schön gelöst. Batterien leer. Wobei ein bisschen ist noch drin, 0,03. Ich weiß nicht, dass es sich so anstellt. Das bisschen Toxizität. Ja, jetzt habe ich es. Was jetzt natürlich. Ich hätte den Fallschirm, dann wäre er zwar tot gewesen, aber die Kapsel noch ganz. Mist. Aber das ist super ärgerlich. So, wir drehen jetzt nochmal eine Ehrenrunde hier mit der Kapsel und wir werden eine weitere Flagge stellen, um ihn zu ehren. Scheiße. Ich wusste es. Es war Bauchweh. Ein bisschen Bauchweh hatte ich mit der. Im Endeffekt ist es jetzt so ein kleines grünes Skelett, was hier so im Kreis fährt. Ist doch auch okay. Kannst du sie jetzt noch retten oder bist du so weit runter, dass er abstürzen wird? Die wird. Nee, die wird nicht abstürzen. Wir könnten sie theoretisch retten. Wenn wir sie jetzt einfach hier kreisen lassen und gehen ins Space Center zurück und dann kreist du bis zum St. Nimmerleinstag weiter. Ja, weil du kannst ja nicht aussteigen. Ja, ich bin tot. Aber ich freue Nein, auch mit mich. einem anderen aussteigen und die Daten zu retten, meine Ach ich. so, Das. ja, das lässt sich machen später. Nee, Wieden, ja, schwer. Ja, im Moment ist es also so, dass die Kapsel, sie läuft jetzt on Rails, so nennt man das, also auf Schienen. Und sie wird sich immer hier um Kerbin weiter drehen, ohne hier den Luftwiderstand zu berechnen. Erst wenn man wieder reinsteigt, dann wird's eklig. So, was Und sollen wir die denn hier? Frauen und die Kinder stehen jeden Abend auf dem Balkon und Mama ruft: Guck Guck mal, da mal. oben fliegt Papa. Ja, da ist Papas Leiche. Ja, aber so ist es. Okay. Nichtsdestotrotz hat uns das unglaubliche Fortschritte in der Raumfahrttechnik gebracht. Man soll ja nicht immer nur die negativen Sachen hochhalten. Ja, man muss ja auch mal sagen, es war Das wirklich. hatte schon einen Grund, warum wir sonst eigentlich erst Tiere hochschießen. Ja. So. Hier möchte ich eigentlich nur dieses Teil. Aber Fahrt ist schon schwer, du. So. Okay. Das haben wir geschafft. Science Strom Data. vielleicht als nächstes. Ah, nee. Ja, wir müssen mehr Geld haben. Erstmal um Strom. Deswegen, also auch mehr Science Points. Das wäre jetzt auch nicht gegangen.
Solid Booster in Flight Above Kerbin. Das ist halt alles so... Radial Mount Parachute in Flight Above Kerbin. Aber guck mal, du sollst den... Ich finde diese Grenzwerte immer so schwierig einzuhalten. Nee, die habe ich gar nicht gemacht. Das geht eh immer schief. Ich meine, das geht hier. Scientific Data from Space Around Kerbin. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 2 Stück. So, 53.000 Credits. Und wie irgendjemand schon schrieb, die billigen Geldleacher-Dinger sind weg. Das war... So, wir brauchen auch einen neuen Piloten, ne? Okay, wir sollten... Geh doch mal zum Arbeitsamt, vielleicht schult er noch um. 1, 2, 3, 4, 5 sind noch da und einen haben wir noch. Aber wir haben noch einen, okay. Die Arbeitslosenrate sinkt, alle werden Piloten. Alle suchen sich was anderes, damit keiner auf die Idee kommt, die als Pilot zu verpflichten. So. Okay, wir sollten was Neues konstruieren, was, wir müssen nochmal kurz hier ein Pseudo-Orbit quasi machen, also mal kurz eine Parabel fliegen, was wollte er eigentlich, das ist schon schwer. Okay, wir sollen Daten from Space Around Kerbin. Wie heiß dürfen eigentlich so die Teile werden beim Wiedereintritt? Beim meisten ist so bei 1600 Grad, 12 bis 1600 Grad ist bei den meisten Teilen Schluss. Dann machen die so und dann kommt der Zong. Und was ist, wenn der Tank noch voll ist, der unter dem Pott ist? Dann macht's halt auch und dann kommt auch der Zong. Ja, das ist weniger schön. Noch könnte ich abschmeißen. Scheiß auf das bisschen. Du musst dir Tech Fuel Balancer holen, dann kannst du ihn ablassen. Falls das überhaupt dann geht, weiß ich nicht. So. Okay, unser Ziel ist es, nochmal einen Orbit jetzt around Kerbin zu schaffen und dann auch wieder zu landen und dann sehr viel Scientific Data einzusammeln. Jetzt lass mal gucken, wie wir das hier auf so, ne? Und dann machen wir hier so und dann. Schöne Antenne. Und die Teile sind so teuer, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Das ist schon schwer auf schwer. Also. Jo. Also ich sag mal, ein Anfänger wird verzweifeln. Ohne Recovery und Anfänger, das kannst du knicken. Also ja, also ich sag, ein Anfänger, der wird sowas kotzen von, also sowas von kotzen. Sag mal, hier steht jetzt Warning Coot Deployed Unsafe, das heißt was? Ja, das ist, wenn du den Fallschirm nicht ziehen solltest. Ah, okay. So, wie können wir denn jetzt hier, pass mal auf, wie wir es jetzt machen, so, ne, 3.8, ne. 4.000. Wir brauchen Temperatur, ja... Temperatur ist ja klar, aber was ist Ambient? Umgebung. Ach so. Ich bin auf alle Fälle nicht verglüht, alles ist schön. No, dann ist noch gut. Orbit Tester. So, und unser nächster Freiwilliger ist Hargard Kerman. Der jetzt hier Schabutz macht. Das müsste aber funktionieren, oder? Verpflichtet. Er hat sich freiwillig, also ich meine, er hatte zumindest den Anschein oder den, ja, so ein bisschen eine Wahl hatte er. Ja, später. Hier, ne, auf der Erde hieß es 1-Euro-Job, ne? Hier heißt es dann Pilotenjob. Ja. Später kannst du ja noch die verwenden, die du immer mal rettest. Ja, stimmt, wie ist denn das? Ich darf ja nur eine bestimmte Anzahl aktive Piloten haben. Was ist denn, wenn der Pool jetzt erschöpft ist, dann Schluss? Wenn der unten ankommt, dann nimmt er noch die Axt. Ja. Oh, ein bisschen traurig hier. Ja, ich weiß es ja nicht, wenn der... Jetzt sagen wir mal, der... Oh. Ich darf 4 Piloten haben und jetzt rette ich noch 2, die irgendwie im Orbit gestrandet sind. Warum auch immer. Was ist denn da passiert?
Habe keine Befürchtung, dass du die Liste voll kriegst. Ach so? Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist abgebrannt. Ich weiß nicht warum. Aber wenn die zwei ja im Orbit noch leben, dann werden die als aktive Piloten gezählt. Dann kannst du ja keine neuen kriegen. Nee, nee. Die ja. Zählt doch erst, wenn du sie anfasst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Uns ist die Rakete um die Ohren geflogen. Die Ersatzteile haben gerade das Launchpad ein bisschen malträtiert. Reparieren ist teuer. Ach nee, das muss man jetzt auch reparieren. Hm. Boah, das wird richtig böse. Ich weiß nicht warum, es hat plötzlich gebrannt und dann hat es gemacht, puff. Einfach so, puff. Und keiner ist schuld. Ja, und niemand war es. Nicht die zwei erwisch. Das war Jeps Geist, der rächt sich jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ja, noch das Triebwerk weggeflogen. Lass mir die Ruhe. Okay, zumindest sind wir angekommen. Das können wir zumindest mal jetzt hier an Mission Control vermelden. Aktivieren wir das Com-Device. Also das war ja wohl... Das ist ja der Hammer, du. Ist es einfach, hat's bumm gemacht, mach's kaputt. So. Was ich auch mal unbedingt ausprobieren wollte, war, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel Hagard Kerman eine Antenne auf den Rücken binde? Kann er dann auch Daten transferieren? Ja, es ist aber doch... Oder? Ja, weil wenn ich sonst bin, dann sagt er, ja, no comms device, ja, wenn ich EVA bin und... Ich bin ja froh, dass du Live-Support drauf hast, sonst würdest du die auch ohne Raumschiff als Satellit verwenden. Natürlich. Mit zwei Antennen dran und das wär's eigentlich. Der Biosatellit. Danke für die Idee. Das ist gar keine schlechte Idee, das mache ich. Erste biologische Satellit. Wo kriegen wir denn jetzt Geld her? Also diese Missionen, die finde ich hässlich. Die sind wirklich hässlich. Dann mach andere. Rescue Melvick Kerman from... Kerbin, das ist jetzt so ein Ding, das bringt uns richtig ordentlich Geld, das bringt uns einen neuen Körbel, aber... Den kriegst du nie gerettet, Frau Jesus. Ja, ich sehe nämlich auch das Problem, jetzt muss ich mal fragen, sehe ich dem seinen Orbit? Du siehst den seinen Orbit, ja. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur Solarzellen. Du kannst halt überhaupt keine Manöver-Not setzen. Hm. Gut, die brauche ich nicht zwingend, aber ich sehe auch die Intersects nicht, ne? Also die Punkte, wo es sich überschneidet, das ist blöd. Nö. Du kannst ihn ja nicht mal als Target setzen. Das heißt also, ja. Wenn du auf der dunklen Seite bist, siehst du ihn ja nicht mal, weil er nicht angezeigt wird, sondern du siehst ihn ja nur, wenn er der Sonne drauf scheint. Ach so, okay, naja, dann... Nee, dann bauen wir hier mal um. Ich weiß nicht, warum das Ding in die Luft geflogen ist. Lass die doofen Booster jetzt mal weg. 3900 Meter pro Sekunde reichen uns auch. Hagard Kerman hat ja schon einen Erfahrungspunkt. Noch lebt er. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt... Also, ich muss sagen, mit der Beta ist es deutlich schwerer geworden. Hat richtig angezogen. Und jetzt noch auf hart. Boah. Lass mal die Ruhe. So. Ach, guck mal, wie das klappt. So. Ah, da können wir auch nochmal ein Science rausholen. Ich hab's ja mit diesen Goo-Containern. So, hier ist ein bisschen was destroyed. Und da haben wir aber ein bisschen was zurückgeholt. Und wie viel Geld haben wir jetzt noch? 42.000. Das ist echt nicht viel. Und du kommst auch mit der Forschung irgendwie nicht wirklich aus dem Knick, ne? Nö. Seitdem die das weggemacht haben, dass du nicht von Anfang an raustreten kannst und Bodenproben sammeln kannst, das stimmt, ist auch ja. Die Sammelei auf Kerbin selber recht durftig geworden. Jetzt ist die Frage, was musste man da upgraden? War das... Also sagen wir mal, ich spiele schon eine Weile, ich kann es immer noch nicht. Also... Ich weiß, man musste ein Gebäude upgraden, und zwar, ich glaube, das Administration Building. Ja, wir gucken mal. Wir fliegen jetzt erstmal in den Orbit, habe ich mir jetzt mal so vorgenommen.
biegen mal so eine Kurve und machen dann mal hier so ein bisschen Science Points, aber das ist echt. Die haben es ein bisschen übertrieben, finde ich. Ohne mich jetzt zu beschweren, oh. Also das, Na gut, es ist hart. Ja, es ist wirklich für Leute, die schon eine Weile spielen, muss man ganz klar sagen. Ja, schon, aber ich muss sagen, es ist, halt der Anfang, bis du mal aus dem Knick kommst, ja, das sehe ich im Moment gerade ein bisschen kritisch, weil die Missionen, die sie geben, die sind alle so ein bisschen arschig. Und wenn wir jetzt kein D-Magic und die ganzen Sachen drauf hätten, dann würde es ja noch weniger Missionen geben. Naja, gut, du machst es eigentlich so, wie es Standard immer machst. Du nimmst einen Pot, einen kleinen Dings, kleinen Tank, einen kleinen Brenner und fliegst erstmal ringsrum die Biome ab und machst, da kannst du ja dann aussteigen, kannst du wenigstens den Crew-Report machen und Flight Over kannst du damit ja auch machen. Mhm. Also und sammelst erstmal die paar EXP ein. Okay, damit das. Erstmal dort was hast, ja. Ja, stimmt, das kann man machen. Zumindest mal hier Upper Atmosphere gibt nochmal 2,7. Oder ich sag mal, du hast ja im Standard, du hast die Grasland, Tundra, was hast du noch? Küste, Wasser, dann hast du ja das KSP selber, du hast einen Hang, hier, wie heißt das, die Startbahn. Mhm. Und wenn du gut bist, kannst du ja da direkt noch da zu dem Science Center, zu diesem Missionskontroll rüber, das ist ja auch nochmal im Biom. Ja, stimmt. Das, ja, das hast du ja auch noch, die Berge. Na gut, Berge, da wird es ja dann schon wieder kritisch, dass du bis rüberkommst mit dem Klemmteil. Naja, ja. Da kommst du schon, da brauchst du schon wieder mehr dann. Da reicht dieses kleine Triebwerk mit einem einfachen Tank nicht mehr. Ja, das stimmt. Also im Endeffekt ein Flugzeug, ja. Und die Flugzeuge, die sind ein bisschen weiter hinten im Tech Tree. Flugzeug wäre ideal, muss ich sagen. Wir fliegen ein bisschen im Dunkeln übrigens hier. Aber mal schauen. Lass dir oben dein Zeug einblenden, deinen Treibstoff, damit du immer siehst, ob du Energie hat. Ja, Strom, das Triebwerk, ach nee, das ist ja das Triebwerk, was kein Strom erzeugt. Ne? Wir haben aber noch 247. Im Endeffekt mache ich jetzt nur einen ziemlich flachen Orbit, 70 Kilometer. Und dann mal gucken, ob wir den überhaupt ganz schaffen, den Orbit. Und dann möchte ich eigentlich da irgendwo landen. Und möchte was eigentlich jetzt nur allerdings interessant ist mit diesem Wiedereintritt, finde ich cool gemacht, dass du jetzt wirklich halt nicht mehr einfach sagen kannst, hier gerade drauf zu, das bremst schon irgendwie ab, fertig, aus. Ja, das geht so. Nicht. Das geht das nicht. Ist wirklich schön gemacht. Ne? So, jetzt Crew-Report ist jetzt eine gute Frage. Haben wir... Ja, das war auch, aber ganz am Anfang muss ich sagen, ich habe es nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Zählt das? Ja, zählt. Ich habe es am Anfang nicht geschafft, wo Remote Tech neu war, das hinzubekommen, den Wiedereintritt zu schaffen. Also ich habe da sehr lange gebraucht, bis das ging. Jetzt wollen wir unseren Winkel ein bisschen abflachen noch. Guck. Oh, ein bisschen runter. Und alle. So. Das Triebwerk soll uns hoffentlich als Hitzeschild dienen. Und wir haben sehr viele Forschungsergebnisse dabei. Können nicht EVA gehen. Das Upgrade der Gebäude ist schweineteuer. Für alle, die später eingeschaltet haben. Das Upgrade der Gebäude im Space Center ist sehr, 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 sehr ungünstig. Wir können keine Samples mehr aufsammeln. Wir können gar nichts, ja. Wir können im Endeffekt nur Crew Report. Wir können ein paar einfache Aufträge abschließen, wie jetzt hier den. So, da haben wir wieder 2.500 Credits in die Tonne versenkt. Dafür haben wir Scientific Data geschafft, hier zu recovern from space. Wir müssen allerdings jetzt die anscheinend noch sicher landen, sonst haben wir den Hut auf. Ich hoffe, dass das mit den Parachutes richtig funktioniert. Sonst muss Real Chutes drauf und ich hoffe, dass das dann wieder richtig funktioniert. So.
Weil das, ich weiß nicht, da musst du auch aufpassen, ne, mit den Fallschirmen, wenn du gerade auch spielst, mit Deadly Re-Entry, die verbrennen dann auch. Also wenn das Feuer kommt und Okay. man den Fallschirm rauslässt, dann fackelt er normalerweise ab. Sehr schön. Bist du schon am Landen oder übst du noch? Ich will jetzt eine größere Rakete landen und bin vorsichtig mit 60 und 40.000 Metern und will mich da mal langsam. Ich weiß nicht, auf wie viel Meter man runtergehen kann, damit er einigermaßen die Geschwindigkeit runternimmt. Ja, je nach Gewicht sind die 45 Kilometer so. 45, maximal 40, eine gute Wahl. So wie wir jetzt hier reinkommen, 40 Kilometer, dann sehen wir schon 44. Sehen wir hier auch schon die Temperatur an der Triebwerksglocke steigen. 160 Grad, es geht alles noch. Und die Bremswirkung sehen wir hier ebenfalls. Current Drag geht jetzt bei 1 Kilonewton knapp. Die Teile hier außen, die bremsen ebenfalls noch ein bisschen. Also eine ganz, ganz sanfte Bremswirkung, die wir jetzt hier erreichen. Und da hinten sehen wir noch Jeb's Orbiter. Der kreist nach wie vor. So, wir werden runterkommen. Vielleicht im Wasser, vielleicht auf dem Gebirge hier. Das könnte eine Tundra sein oder so. Diese Biomanzeige ist nicht so, wie es aussieht. Na, Biome Impact zeigt es leider nur, wenn du nicht bremsen würdest. Okay. Ach, kann der das auch anzeigen, oder was? Nur rechts, guck doch mal, du hast ja da das Ding, Vessel, da müsste es doch stehen. Impact Biome oder sowas. Wo steht denn das bei mir? Ach nee, bei Das ist Surface musst du bei einschalten, ja, Entschuldigung. weil ich hab's hier oben steht's noch drin, oben in diesem Head-Up-Display. So. Mach Okay, mal Hagard Surface. Kerman. Hagard Kerman darf nochmal sein Ich muss Testament. Surface anmachen, da steht's drin. Ja. Okay. Zack. Und dann machen wir Orbit und machen wir Vessel raus. Mal, also, da sehen wir jetzt Situation Flying High und Impact Biome Water derzeit. Obwohl das nicht ganz hinkommt, weil das Water ist hier oben, aber. So, Aber die Temperaturen. Einschlafzeit haut auch nicht ganz hin. Nee, die geht nicht von der atmosphärischen Reibung aus. Hier sehen wir jetzt eine schöne Bremswirkung, 4 Kilonewton. Kommen relativ gut vom Eintrittswinkel unter 10 Grad. Das heißt also, wir können sehr langsam bremsen, ohne das Ganze zu überhitzen. Problem ist natürlich, wenn man so flach reingeht und zu schnell ist, dann ist man auch ganz schnell wieder ganz weit weg. Und dann reicht's Essen nicht. Ja, dann reicht's Essen nicht. Jetzt haben wir Chute Deployment Unsafe. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Deswegen stelle ich auch immer an den Chutes rum. Ich spiele normal mit Real Chutes, die kann man auf Abend setzen, dann werden die auf einer gewissen Höhe rausgeschmissen, nicht nach irgendeinem Atmosphärendruck oder sonst irgendeinem Käse. Jetzt sollen wir mal gucken hier, wie man. Normal müssten wir das jetzt überleben. Also. So, das Feuer ist jetzt Das hat vorbei. Jeb auch gedacht. Ja, Rechts ist frei, sagt der Beifahrer, ja. ja. So, was wir jetzt ein bisschen gucken können, wir können uns jetzt ein bisschen in den Wind. Oh, nein, 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 nein. Oh, danke. So, das Triebwerk brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir hier ein bisschen bremsen. Ziel ist es im Endeffekt jetzt einfach ein bisschen mehr Drag aufzubauen, ein bisschen versuchen, eine Fluglage hinzubekommen, dass das ein bisschen mehr in Gleitflug geht. Wir sind auf 7000 Meter und das Deployment ist immer noch auf Unsafe. Wir sind bei 600 Meter pro Sekunde, natürlich viel zu schnell. Ich weiß nicht, was man sonst noch machen könnte. Aber es sieht wieder wunderschön aus, muss ich ehrlich Und gestehen, diese weißen abgerissen. Schweife. Und abgerissen wieder. Ich habe wieder gedacht, komm. Ja, komm, habe ich gedacht. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Okay, jetzt aber. Schnauze voll. Ach, die Antenne auch noch abgerissen. Hör doch auf, weil wir sind jetzt immer noch. Jetzt ist es weg bei 1800 Metern. Wenn wir dann den Fallschirm schmeißen. Also ich muss sagen, ich ziehe den Fallschirm bei Impact Time 15 Sekunden von dem Tool. Da ist immer so, das passt Okay. so einigermaßen. Ich habe den nächsten Piloten verschlissen. Ist nicht wahr. Gott, nee. Es ist nicht wahr. Ich probiere es nochmal.
Es muss doch Vielleicht musst du möglich. demnächst nur. Ja, wie nennt sich diese Raumstation von den Vereinigten? Da musst du ein paar Länder dazu rufen. Ja, das geht ja gar nicht mehr. So, was haben wir noch? Andard Kermen. Okay, aber Geld haben wir gut verdient. Also der Stage Destroyed. Naja, okay, passiert. Aber wir haben auf jeden Fall den Contract erfüllt. Ja, es ist am Anfang sehr verlustreich. Werden die Angehörigen auch entschädigt? Nee, nee, Wovon das. denn? Ja? Macht er so. Radial Mount Parachute, also die Fallschirme sind für den Arsch, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich versuche jetzt mal irgendwelche vernünftigen. Jetzt lass mal hier diese Survey-Mission hier ausprobieren. Und ich guck mal, was wir für EVA. Das ist. Die sind echt. So, Tracking Station Upgrade. 140.000 und dann können wir EVA gehen. 140, ich weiß gar nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. So, Forschungspunkte haben wir auch keine. Und das heißt, wir werden jetzt mit dieser Konstruktion noch ein weiteres Mal starten. So, wir haben auch nichts, was irgendwie Science Points. Wir machen jetzt, pass auf, jetzt machen wir anders. Jetzt machen wir es mal wieder der Göttervater, ne? Wie der das gesagt hat, pass auf, wie wir es machen. Pass mal auf, so, zack. Mal hier das Triebwerk. Wir haben ja auch noch ein paar Füße. Aber wenn der Start erstmal geschafft ist, also so einen beschissenen Start in das Spiel hatte ich noch nie. So. Ja, pass auf, wir starten das Ganze. Na, durch die kleine Poddel drunter, genau, paar Ja. Füße dran und dann. Science Leecher. So. Und jetzt, achso. Du denkst dran, dass 3 besser als 4 sind, wegen der Kippeleffekt. Wie? Was? Drei Beine? Drei Drei Beine sind Beine, immer stabiler als 4. das stand Sicherheitsdreieck. Habe ich irgendwann mal beim Staplerführerschein gelernt. Stimmt. Okay. Euer Wort in Gottes Ohr. So. Wir haben 1300. Ich kann nichts dafür, wenn die Körbelprogrammierer das nicht gelernt haben. Ach so. Ah, du lässt mich jetzt noch als Versuchskarnickel auch noch. Ja, was ja schön wäre, wäre eine Leiter, ja, dass wir mal, wenn wir EVA gehen, ist nämlich auch das Problem. Ah ja, es steht auch gleich besser auf. Wir kommen nie wieder hier oben an diese Leiter dran. Und das heißt, Musst wenn du wir nicht, du irgendwo kannst absteigen. doch aussteigen, musst du dann einzeln rausholen. Recover den. Und Ach wenn du so, ja. aussteigst, recoverst du den einen und das andere dann nachträglich aus dem Dings raus. Ja, dann. Aus der Radarstation. So, das heißt also, er macht jetzt hier erstmal seinen EVA-Report und jetzt muss man ein bisschen Science leechen, das geht sonst einfach nicht. Wir brauchen neue Bauteile, damit wir vernünftig zum Moon können. Wir brauchen zumindest ein Solarpanel. Ich gucke ganz fasziniert auf den zweiten Bildschirm, Ja? wie du da spielst, und ich habe Impact Time 5 Sekunden gehabt. Hat aber gepasst, oder? Ja, ich habe noch eine Leertaste gefunden. Oh, you are entering Melges Pass. Ach stimmt, ich hatte eine Mission angenommen. Wir sollen hier Melges Pass aus einer Höhe von wie viel Kilometern beobachten? Lass uns mal die Missionsprotokolle angucken. Wir haben gar keinen Kerbel. Wir müssen das erstmal recovern. Das heißt, wir könnten eventuell eine. Ja, nochmal eine Rakete ein bisschen umbauen. Geld haben wir auf jeden Fall jetzt verdient. So, 19.300 Meter, das ist machbar. Falls man im Hintergrund die Katze hört, bitte ich das zu entschuldigen. Die ist jetzt etwas verwirrt, weil ich so lange mich nicht mit ihr beschäftige heute. Oh, das Triebwerk ist länger als die Füße, die ich drunter habe. Das könnte schief gehen. Ach was? Was ist das? Du darfst das nicht so eng sehen. Du musst auch mal ein bisschen positiv denken. Nein, 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 Siehst du? Ich freue mich, wie gesagt, so, wenn dieser Multiplayer-Modus da ist. Dass wir einen schönen Community-Livestream machen können, dann lache ich mich kaputt. Wenn du nicht Was deine soll. eigenen Raketen nur kaputt machst, sondern wenn die anderen wegen der Unfähigkeit auch noch deine kaputt machen. Ah ja, hör mal. Also, wenn schon, denn schon. So, mal gucken. Das Ganze soll genügen, um erstmal nach oben zu kommen und dann. Ja, wenn
Wir fliegen da einfach jetzt Der soll ja sogar schon mit dem 9er da sein. Wie gesagt, ich habe ihn eben angetestet. Der bringt KSP nur zum Absturz. Hat der, wie heißt der? Dark Multiplayer, ja. Ja, genau. Ja, der ist, also der läuft auch auf dem Server unter Saints.de, könnt ihr euch auch connecten. Ich weiß aber nicht, ob der mit 0.9 läuft, wahrscheinlich nur mit 0.25. Da habe ich mich, na, du, ich krise viel. Toll, jetzt kann ich nur resumen. Mal, wenn wir jetzt das Triebwerk, ich muss irgendwie auf Revert kommen können. Wie weit dürfen die Satelliten weg sein von der, von Kerbin, damit sie funktionieren? Die Satelliten, die funktionieren immer. Also die Reichweite ist praktisch egal. Also ich könnte den auch um die Sonne... Ach so, nee, das kommt immer auf die Reichweite der Antenne an. Du musst immer gucken, was die Antenne für eine Reichweite hat und entsprechend, sorry, ich war eben im Kopf ein bisschen falsch. Nee, ist ja okay, Entschuldigung. Nee, kein Ding. Wenn ich dich ja ablenke. Nö. Also die Reichweite... Ich bin doch schuld, wenn er noch stirbt. Sind eh alle tot. Die wissen es nur noch nicht. Ne, die Reichweite ergibt sich im Endeffekt einfach aus der Antennenreichweite. Also hier ist ja in Millionen Metern oder in Megametern und in Gigametern angegeben. Also sprich Millionen Meter und Milliarden Meter entspricht dann halt 1000 und und Millionen Kilometern. So, jetzt lass mal gucken. Wir lassen das jetzt auch. Guck mal, wie schön es startet. Wie es macht. So, wir sind jetzt in Melges Dingens hier, ne? Wir müssen im Endeffekt jetzt senkrecht zu 19.000 Metern in die Höhe schießen. Das sollten wir schaffen. Und dann auch wieder runter. Was sagen, meistens heißt das doch, sei unter 19.000 Metern, oder? Ne, er sagt jetzt hier, warte mal, wo ist der Contract? Take a crew report in flight above 19.300 meters near Melges Pass. Und wir, also stand eben, you're entering Melges Pass, also ist das direkt über dem Mission Control. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal sanft hier gen Himmel. Wenn ihr uns auf Teamspeak joinen wollt, übrigens auch saints.de, der Teamspeak-Server, falls da wer neu hinzugekommen ist und da könnt ihr quasi mit scherzen, wie hier die ganze Case, die Bach runtergeht. Wir scherzen nicht. ja, ihr leidet mit. Ihr leidet mit. Genau, wir leiden. Sozialistische Arbeit. Wenn man arbeitet, Viere wissen es besser. Ja. Also ich habe jetzt hier zwei Antennen, so eine Stabantenne, Reflektron und noch so eine Schüssel. Also du hast zwei verschiedene Antennentypen. Das eine sind Omni-Antennen, genau. Diese Stabantenne. Das bedeutet, die baut mit allem, was in ihrer Reichweite ist, automatisch eine Verbindung auf. Das klingt gut. Und die haben aber dafür eine geringe Reichweite. Das andere sind, wie nennen die sich? Also so eine Schüssel, ja. Genau, das ist eine Dish-Antenne, die musst du auf irgendwas ausrichten und mit irgendwas verbinden. Da ist auch ein Menü, wenn du draufklickst mit Rechtsklick. Mhm. So, das heißt also, wenn ich jetzt meine Station habe und habe so eine Schüssel weit weg, richte ich die da drauf aus und dann kann die auch nur damit eine Verbindung aufnehmen, oder was? Genau. Du hast zwei verschiedene Modi, mit denen du das bedienen kannst. Du hast noch einen Modus, der nennt sich Cone-Modus, also ein kegelförmiger Modus, mit dem du zum Beispiel mit Mission Control Verbindung oder mit Kerbin, dann richtest du den auf Kerbin und alles, was sich im Bereich zwischen deiner Antenne und Kerbin befindet, wird quasi dann verbunden. Das heißt, ich brauche in der Regel mehr als eine Antenne. Das heißt, eine zum Ausrichten auf Kerbin und eine auf den nächsten Satellit oder so ein Scheiß. Genau. So, so macht man es üblicherweise. Und denk dran, der Reflektor sendet nicht, der leitet nur weiter. Wie jetzt? Also du musst, Wenn du jetzt theoretisch, ich sag mal, du machst jetzt einen Satelliten fertig und dann machst du nur einen Reflektor dran. Sag ich nur mal. Ist nicht möglich, weil der Reflektor selber kann nicht direkt aktiv senden. Der leitet das einfach wie so ein Spiegel nur weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel, du stellst jetzt, wie soll ich das erklären,
Du stellst jetzt einen großen Spiegel auf der Straße, ne, richtest da jetzt ein Licht drauf, das Licht wird jetzt zum Nachbarn weitergeleitet. So, aber der Spiegel selber kann ohne dem Kann Licht kein Licht erzeugen. kein Licht Okay. erzeugen. Okay. Das heißt also, das aktive Gerät, was ich nutzen will, braucht eine Sendeantenne. Ja. Richtig. Also das heißt, du hast an deinem Satelliten im optimalen Fall mehr als zwei Antennen. Wenn der Und die Sch normalen Antennen, die es gibt, kann ich für den Spaß nicht verwenden. Doch, natürlich. Also du meinst die Communautron, jetzt diese Stabantennen. Genau, ne? Ja, die haben halt eine etwas zu geringe Reichweite. Also du brauchst, wenn du um Kerbin herum einen Satelliten fest stationieren willst, braucht er eine Reichweite von eine Entfernung von rund 2800 Metern, Kilometern über Kerbin. Und ja, und dann hast du im Endeffekt einen Satelliten. Dann brauchst du von denen mindestens drei. Und diese brauchen im Endeffekt eine feste Verbindung zu Kerbin, eine feste Verbindung untereinander. Da wird es mit den Reflektorenantennen am Anfang ein bisschen dünn. Weil die hat, glaube ich, 12.000 Meter oder was? Wie viel hat die? Die Der kleine hat 5 normal. Kilometer und die große hat, glaube ich, 12,5 oder so. Also die kleine, die erste, die ich gekriegt habe, hat 500 Kilometer. Ja, das ist Das die ist ja. zum Anpappen, ne? Genau, und der Reflektor, also die Schüssel hat 90 Millionen Meter. Das sind dann 90.000, genau, die musst du allerdings halt fest ausrichten. Die ist am Anfang so ein bisschen so die Standard-Antenne. Ja. 90. Ich wollte Und irgendwann. die Komutron hat 2,5. Genau, das sind dann 2500, da ist also auch, das ist zu wenig für einen geostationären Orbit, die müsstest du im Endeffekt so auf 1100 Kilometer oder so, müsstest du dann mehrere Satelliten und dann könntest du komplett Kerbin so im Nahbereich quasi ja, erfassen oder wie will ich sagen, ja, doch. Ich würde ja gern mal ein Flugzeug bauen, geht ja leider Ach, nicht. jetzt ist ein Teamstick. Ich habe dir einen Link in Teamstick reingehauen, wie so eine, ich sag mal, eine Großaktivantenne, Satellit mit Antennen aussehen könnte. Ja, aber das werde ich mir wohl angucken müssen, damit ich den aktiv nutzen kann. Nicht, dass ich hier irgendwelchen Mist baue und mir irgendwelcher Scheiß verschollen geht. Das wird sowieso passieren. Ich würde auch regelmäßig speichern. Ja, ich spiele im Hard-Modus. Quicksave geht da nicht? Nö. Okay. Ach, hatte ich das vergessen zu erwähnen? Nee, es ist nur so, dass Quicksave so eine meiner liebsten Funktionen ist in dem ganzen Spiel. War. War. Super. Immer wieder was Neues. So, pass auf, jetzt stirbt er am Sturz aus der Rakete. Bam und voll. Deswegen haben die auch keine Nase. Hier nochmal der Beweis: Kerbals haben keine Nase, weil die immer irgendwo dagegen dotzen müssen. Du So. hörst nie wieder auf mich, wenn ich das hier fühle. Hart ist schon hart. Also Quicksave ist nämlich so eine Funktion, die nutze ich vor allem im Let's Play, weil es ständig abstürzt. Nutze ich die ja super gern. So, irgendwo müsste jetzt. Ah, guck mal, wir können auch direkt von hier da hinten das Ding. Up, Science Leecher. So, jetzt können wir uns hoffentlich mal nächstes Forschungstier. Flight Control. Kostet 45. Leck mich doch am. Weiß noch nicht, was du forcieren solltest. Hier, das bräuchte eine Photovoltaik. Was haben wir da? Solarpanel, ein billiges. Also das Solarpanel hat natürlich was, weil dann bist du erstmal die gröbsten Sorgen los. Ja, dann können wir zum Mond fliegen und landen. Ja, Aber genau. wir brauchen noch über 20 Science Points, die wir jetzt irgendwie, die muss ich mir jetzt leider ein bisschen erschieden. Der Stream wird noch ein paar Minuten laufen, denke ich. So, lass Und mal. wie gesagt, wenn du da unten die beiden nimmst, für je, was ist das, nach 18? Also die Lampe und das andere Ding, dann kriegst du die Solarpanel und den Sputnik und dann kriegst du ja da schon ein paar Missionen. Aha, Es kostet Sputnik. 45. Ne? Das kostet 5. Sputnik, mir fällt ja gerade ein, du kannst das ja nicht so machen mit den Nee. Tech-Control Sputnik Nee. einfach.
Achso, und was natürlich auch ist, die Lichtgeschwindigkeit wird bei Remote Tech auch berücksichtigt. Was am Anfang nicht so schlimm klingt, ab Minmus hast du, also bei Minmus hast du schon eine halbe Sekunde Verzögerung. Bei unbemannten Sachen und Duna oder bei Moho sind es schon, ich glaube, 36 Sekunden. Das heißt also, du kannst von Hand auch nicht mehr fliegen. Das heißt, dann wirklich, wenn ich eine Taste drücke, ist vorbei oder was? Dann dauert das... Ja, wenn du eine Taste drückst, also ich habe mal versucht, ein Manöver zu starten. Das war bei, auf dem halben Weg zu Duna, da hatten wir 90 Sekunden oder so. Du musst wirklich die Taste drücken und nach 90 Sekunden passiert dann was. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das heißt, dann steuerst du mit dem Flight-Computer. Ich werde mal ein Remote-Tech-Tutorial raushauen irgendwann. Das ist so komplex, dieses... das Add-on. So, jetzt lass mal gucken. Wir haben einen Auftrag mal wieder ausgefüllt. Ich will gerade mal schauen. So, nochmal kurz hier. Ich habe ein bisschen heiser. Ich muss auch gleich mal wieder einen Kaffee haben. Stack-Decoupler, nein. Ach, diese blöden Testdinger, die gehen gar nicht. Diese Visual Survey-Dinger, die sind ja okay. Na, da hast du doch noch ein Around. Ach, Moon. Moon, ja. Vielleicht kommt ja ein Kurbel. Also ich weiß nicht, wie viel von den Survey-Dingern... Ne, es kommt wieder eins mit dem Moon. Around, Science Data from Space Around the Moon. Ja, wenn wir Solar Panels haben, sehr gerne. Wir brauchen irgendwas, was Forschungspunkte bringt, wie Sau. Hier das. Landed Corbin, hast du was? Ja. Crew Report. Ah, die hätten wir vorhin noch brauchen müssen hier. Explore the Moon. Da hat gemerkt, du warst jetzt immer beim Mond, jetzt schaffst du es ja immer, sagt er sich, deswegen kriegst du die Dinger die ganze Zeit. Dann kann man auch mal die Ruhe lassen. Hier, denn die Decoupler, aber das bringt einen Forschungspunkt. Ne, wir werden mal hier was bauen, dann werden wir mal hier auf dem Runway. Komm, machen wir es mal so. Pass auf, zack. Ganz einfache Construction. Oh, wir brauchen hier erstmal Science. Wir haben fast nichts hier. So dran. Da kriegen wir jetzt erstmal. Ein paar Forschungspunkte. Hat einer schon mal rausgefunden, was der Scientist Besonderes kann? Nee, ne? Na doch, du kriegst ja 100% normalerweise. Also ohne Punkte macht er 100%. Und wenn der ein paar Punkte gekriegt hat, oder wenn der einen Punkt gekriegt hat, dann macht er 105 oder 106%. Okay. Du kriegst also mehr Science-Punkte raus. Ja, dann ist es ganz gut, dass der gerade hier drin sitzt. So, da kriegen wir hier erstmal 1,8. Dann machen wir hier einen Crew-Report. 0,9. Super. Deswegen habe ich es mittlerweile so, dass ich den Sciencer mitnehme, aber noch eine Probe oben drauf setze, damit ich SAS habe. Achso, ja, stimmt. Ja gut, du kannst doch einfach ein Advanced SAS-Modul einbauen, dann ist doch auch okay. Und wer bedient's? Ja, kann der das nicht bedienen? Ich dachte, es ging rein dass es nicht vorhanden ist. Nö, weil wenn du den Piloten reinsetzt, ist es ja auch da. Ja, da steht dann aber, also der Pilot macht das dann im Endeffekt für dich. So war mein Verständnis der Sache. So, wir gehen mal hier rüber. Vielleicht können wir hier auch nochmal. Kann ich ja nochmal ausprobieren. So, da haben wir hier nämlich auch nochmal EVA Report. Das ist immer noch Runway. Klatsch. So. Was? Ist noch from Runway. Okay, dann können wir hier nichts. Dann haben wir hier schon mal alles rausgeholt. Ich möchte jetzt ganz gerne, dass wir mal ins Gebirge fliegen. Und dann dort landen. Dann machen wir eine ganz kleine Rakete fertig. Ich wollte sagen, ist es bei dir nicht sicher, dahin zu laufen eben? Ihr seid schon ein bisschen gemein, muss ich sagen. Also. So, pass auf. Das hat uns doch jetzt schon wieder. Jawoll! So, das hat uns doch jetzt hier richtig was gebracht. Wir wollen jetzt mal hier hinten, das ist der Berg K2 oder wie der sich nennt. Da, wenn wir da mal hinfliegen, das wäre ganz cool. Da brauchen wir hier erstmal eine kleine Rakete. Pass auf, dann machen wir mal den Science Leecher. Den nehmen wir einfach mal hier. Wupp. Kürzen den um fast alle Bauteile ein. So. Hier hat er jetzt natürlich die Tendenz. Das ist schlecht. Wir müssen zwei von denen für die Balance. So.
Ich bin am überlegen, noch eine Antenne? Nee, ne? Eine Antenne einbauen? Nö, ne? Nö, bringt mich ja nicht allzu viel. So, Bill Kerman Engineer. Jetzt lassen wir mal Bob Kerman als Scientist mit. Achso, dann haben wir kein SAS, ne? SAS wäre schon wichtig. Aber für so einen kleinen Hoppelflug brauchst du kein SAS. Kennst mich nicht. Das lohnt sich doch, ja auch erst, wenn der einen Punkt hat, ja, sonst bringt er ja nichts. Ja. Ja, ich hätte ihn jetzt halt gern. Muss den halt eh mal in Orbit schicken, damit er den Punkt voll kriegt, sonst hat's keinen Sinn, sonst brauchst du nicht mitnehmen. Ja, die kriegen irgendwie nur einen und dann heißt es, er kriegt jetzt nichts mehr. So, wir müssen nach Westen. Ich kann doch keinen anderen Punkt haben, weil die alle tot sind. Ja gut, das ist ja jetzt aber ein anderes Thema. Was ist da unten mit Steam Power Ritter? Ich höre das nicht direkt. So, wir müssen auf jeden Fall hier Richtung West. West, Nordwest, hier irgendwo so. Ach, das ist das, was du gepostet hast, dann, okay. So, da wollen wir jetzt hin. Oh, da müssen wir noch ein bisschen, ne? Wir wollen hier mitten ins Gemüse rein. Bisschen mehr nach West. Oh, wie schön wird das, wenn wir erstmal Flugzeuge bauen können. Dann ist alles easy. Dann ist alles easy. Dann kannst du hier auf Kerbin, kannst du Forschungspunkte ableachen. Das ist nicht mehr schön. Erinnere mich nicht daran, ich habe nie ein funktionsfähiges Flugzeug hingekriegt. Nicht? Du musst mal die Tribelle nehmen. Was glaubst du, ja, was die kann? Genau. Ja. Irgendwie klappt das nicht. Wo fliegen wir denn hin? Ich habe eine halbe Stunde lang vom Rechner am Lochflash. So schlimm ist die Tribelle doch jetzt auch nicht. Fandst du die so schlimm? Da wollen wir hin. So ein schönes Flugzeug. Ich hatte damals nichts anderes zur Verfügung, außer diese blöden Wings und dachte mir, es wäre nicht schlecht, einen... Toll, Sprit leer. Es gibt schon wieder Murks, ich sehe es kommen. Vielleicht kannst du ja auch ganz viele Mystery Go Container aneinander bauen. Es gibt auch irgendwann Flügel. Ja, natürlich. Ich weiß noch nicht, was das jetzt hier gibt. Wir sind eigentlich sehr schnell unterwegs. Wir müssen ein bisschen Anstellwinkel kriegen. So. Jetzt machen wir so eine Art Gleitflug. Ich hoffe, wir kommen bis rüber. Wir müssen bis dahin. Ich sehe, das gibt nichts. Ne, wir brauchen... Ich reverte mal... Oh. Ach, man kann ja nicht mehr reverten, ne? Nö. Ah. Deswegen konnte ich auch... Hab ich das vergessen zu erwähnen. So, dann geh doch jetzt nochmal in dir und überleg mal, was du vergessen hast, alles zu sagen. Gibt's da noch irgendwelche Sachen, die ich wissen sollte über... Also ich frag nur, ne? Weiß ja nicht. Noch irgend so Kleinigkeiten wie, ja, man... Weiß ich nicht, man kann auch nicht mehr richtig steuern oder... Es wird einfach alles doppelt so schwer gemacht, wie es eigentlich ist. Ah, so... Ja, das hat nicht ganz gelangt, ne? Okay, müssen wir... Ich hätte ja jetzt reverted und die Rakete umgebaut, nachdem ich gesehen habe, der Sprit reicht nicht bis zu den Bergen. Aber ist leider nicht drin. Na gut, hier verlierst du ja nur das Geld vom Sprit, also von daher hält sich's ja eigentlich. Ja, 10%, aber okay, da komme ich drauf klar. Was mich am meisten ärgert, ist die Zeit, die flöten geht. Und ich habe keinen Kaffee mehr. Ich mache jetzt einen super Vorschlag. Und zwar, ich hole mir jetzt eine Tasse Kaffee. Du machst jetzt eine 10-minütige Pause, dann kann ich mir auch einen neuen Kaffee kochen. So, machen wir es. Wir machen, ja, 5 bis 10 Minuten. Oh, da ist noch ein Crew-Report, der ist noch 0,9 wert. Können wir hier noch was? 0,4, das gibt ja dann schon mal über 1. So. Was hat denn der jetzt? Ich habe eine Mission bekommen. Baue eine Orbitalstation um Moon. Ja. Ja, mit die Magic. So, aber wir kriegen so langsam aber sicher, ja, noch noch 16 Science brauchen wir, dann geht's richtig los.
Wie gesagt, ich verabschiede mich mal ganz kurz in die Pause. Ich lasse das Spiel einfach so laufen. Bis gleich. Tschüss. Jetzt wäre es aber noch schön zu wissen, ab und zählt das Ding als Orbitalstation. Ich weiß nicht, kann ich gern so doll Englisch. Jetzt steht hier, baue eine neue Orbitalstation, die supporten kann 5 Goebbels in Orbit of the Moon. Und was jetzt interessant ist oder was wichtig ist, von wem, von welchem Mod ist diese Mission? Weil, wie gesagt, es gibt ein paar hier mit stationierenden Satelliten und da musst du manchmal zum Beispiel hier einen Mystery Go Container mitnehmen und da zählt nämlich der von dem anderen Mod nicht. Und ich war schon ein paar Mal mit einer Sonde irgendwo ewig einjustiert, um dann festzustellen, dass das Ding nicht zählt und musste nochmal los. Gut, das mit der Orbitalstation ist ja jetzt so, jetzt sollst du deine Station entrichten. So, da Station hast du ja mehrere Komponenten. Da hast du einmal ja, wie gesagt, hier diesen Wohnkomplex, einmal diesen Administratorenkomplex. Okay, dann hast du einmal den Versorgungskomplex, wie wo zum Beispiel Nahrungsmittel oder sowas gemacht werden. Ab wann ist es, zählt es wirklich als Orbitalstation? Wenn du jetzt sagst, dass, ach so, wie du sagtest, irgendwas mit 5 Körbels oder so, ne? Genau. So, dann musst du die so bauen, dass du das damit, ich sag mal, auch Lebensmittel produziert werden, damit du da 5 nee, Körbels am Leben mal halten kannst. Nee. Ich soll. Achso, jetzt muss ich. Nee, jetzt bin ich auf der falschen. Da muss ich hin. Ich soll erstmal eine Station hinbringen. Sie soll Power haben, Antenne und einen Docking-Port. Ach, da steht, was das Ding haben. Genau. Have a Facility Supporting. Weiß nicht, was das bedeutet. Für 5 Körbels. Was ist ein Facility Support? Vermute mal, dass gut, die reinpassen. Ja. Ich hab's mit dem Englischen nicht so. Und du sollst das vor 10 Sekunden stabil halten. Na gut, das kriege ich noch hin. Also ich sag mal, mein Englisch ist auch nicht so yellow from sake. So, und dann habe ich noch eine Mission, da soll ich einen Außenposten auf Minimus bauen. Aha. Mit Research Labor und ja. Das bringt auch 200.000, wenn ich die schaffe. Ja, aber bring die Teile erstmal nach oben. Ja, und dort heil nach unten, ja. So, und weil normal ich mache ich jetzt, wo ich auf ja. Minmus, wo ich auf Minmus da meine Station gebaut hatte, ich hatte tierische Probleme, die wirklich so genau zu landen. Also ich musste die hinterher wirklich mit RCS hier über den halben Planeten streifen, damit sie wieder ineinander passen. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, ein Teil unten landen ist ja kein Problem, aber das zweite daneben zu stellen. Ja, normal mache ich ja hier die Orbit-Mission, aber jetzt kriege ich ja ein Problem. Die sind ja bei 2,5 Millionen Kilometer. Ist ein bisschen weit. Zweieinhalb Millionen Meter, Entschuldigung, ja. Also 2,2000 Kilometer Höhe. 2 und 3000 Kilometer Höhe. Und ich schmeiß sie einfach mal so in den Channel rein, so in den Chat rein. Wenn jetzt wirklich irgendwie ein Neuerer das Spiel plant und so, würde ich doch zur Einsteigung vielleicht hier nur den Science-Modus spielen, nicht gleich den großen Karrieremodus. Na, nur zumindest so nicht nebenbei. In Haupt. Genau, dass man den Umgang der Geräte alles lernt. So, da bin ich auch wieder. Oh, Baby. So. Ja. Ja, naja. Ja, ich habe immer noch Surface Corbin Mission. Ich krieg sie einfach nicht gebacken. Ich bin zu dusselig für das Spiel. Wie jetzt? Findest du? Nee. Doch, ach ne, sie sind ja hübsch angezeigt, aber wie komme ich da hin? Ach, du meinst, wo du hier was gucken sollst, oder was? Genau, einfach nur ein IWE-Report. Mehr soll ich ja auch nicht tun. Ein IWE-Report aus der Luft?
Oder sollst du einen Punkt anfliegen? Nee, von Surface, ich muss dann da landen und bla. Hm. Gibt jeweils 8 Science-Punkte, wenn ich alles schaffe, nochmal 30 dazu. Ich heb einen Haufen Kohle. Alles kein Thema. Aber dazu bräuchte man wahrscheinlich ein Flugzeug oder so. Hm, ja. Ohne wirst du da nicht weit kommen. So, mein erklärtes Ziel, jetzt nochmal hier den Berg. K2, die höchste Erhebung übrigens über Kerbin, müsste das sein. Da wollen wir jetzt nochmal hin. Der liegt im Westen, im Westen, einigermaßen. Und ich würde sagen, wir fliegen da nochmal hin. Mit SAS an, wir wollen gleich so ein bisschen rum. Ich hoffe, diesmal langt der Sprit. Wow, du Dreckding! Alter! Oh, ich krieg gleich zu viel. Weißt du, vor allem ein einfaches Flugzeug ist wirklich einfach zu bauen. Also man muss beim Flugzeug halt nur ein bisschen gucken. Aber ansonsten ist es doch relativ leicht zu konstruieren. Ey! Im Gegensatz zu dieser störrischen alten Rakete. Ich weiß nicht, warum er uns unbedingt in die andere Richtung drücken will. Ich möchte hier hin. Soll man die Rakete vielleicht mehr wie ein Flugzeug behandeln? Würde ich fast sagen, flach anfliegen, wa? Aber du siehst ja, was er macht. Dann brauchst du Flügel, die kippt ja sonst weg. Das ist also... Obwohl unsere Flugrichtung hierhin ist, macht die Rakete, was sie will. Vielleicht sind wir auch ein bisschen schnell. Alter, das gibt's doch nicht. Ich stelle mich an wie in so einem alten Sci-Fi-Film, wenn die da angeschwebt kommen. So. Das ist ja... So. Ein Purzelbaum. Also es ist absolut nicht aerodynamisch, das Gedings hier. Und jetzt stell dir vor, du fliegst ohne SAS. Nee. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme einen Piloten mit. Und wir gucken, ob wir vielleicht... Boah, sag mal. Also es zwingt sich im Endeffekt immer wieder Richtung Osten, obwohl wir eigentlich in den Westen fliegen wollen. Ich weiß nicht, warum das so krass... Ich meine, so schlimm ist jetzt die Drehung von Kerbin auch nicht. Gibt es eigentlich ein Tool, was berechnet, ob dein Lifting reicht? Engineer kann das. Ah, okay. Nein, nicht schon wieder. Da hinten kommt auch irgendwas. Guck mal, was ist denn das? Haben wir irgendwas verloren? Irgendwo ist hier hinten was rumgeflogen. Und ich weiß nicht, wo das wegkam. Jesus, na. Jetzt ein bisschen zu schnell. Aber wir müssten jetzt fast dahin kommen, wo wir hinwollen. Ins Gebirge. Irgendwie da aufsetzen ist erstmal das Ziel. Ja. Irgendwie im Gebirge aufsetzen. Nee, guten Abend, du kommst nicht zu spät. Es läuft. Wir haben nur Real Solar System verbannt und haben uns jetzt auf das... Kernkompetenz des Spiels zurückbesonnen. So. Jetzt hat es interessanterweise eine Art eigene Aerodynamik gefunden. Wir können jetzt steigen. Ich ziehe die Nase hoch und wir sehen hier, der Prograde-Ball kommt hoch. Auch unser Vertical Speed wird jetzt wieder Richtung positiv. Ja, es hat sich lang gesträubt, aber jetzt funktioniert diese Rakete wie ein Flugzeug. Wir erzeugen hier ein bisschen Auftrieb. Wahrscheinlich können wir auch eine Kurve fliegen, wenn wir so ein bisschen... Ja, guck. Guck, wie sie macht. Ist das geil? So, wir sind über dem Gebirge, müssten wir jetzt sein.
Es zählt noch als Grassland. Er ist ein bisschen.